ah uh -huh. Sind wir am letzten Handelstag der Vorosterwoche mit Blick auf den Australdollar? Wir sehen es im Hintergrund. Bärenalarm im ehemaligen Forex Star. Da sieht es ziemlich angespannt aus, die ganze Lage. Wir blicken heute auf das Währungspaar Australdollar-US-Dollar. -Dollar. Das machen wir hier definitiv. Dann haben wir ein paar Nachrichten, wo man schauen muss, okay, mal gucken, wie das mit dem Ölpreis weitergeht. Das heißt, wir schauen hier heute auch gleich mal noch aufs Öl. Euro-US-Dollar schaut auch relativ interessant aus von der aktuellen Verortung her. Das heißt, wir haben heute Morgen wieder einiges auf der Uhr, wo wir durchaus spannende Moves erwarten können. Äh, deswegen äh, machen wir hier nicht lang rum, sondern gehen direkt rein in äh, die Risikoanalyse bzw. den Risikohinweis an dieser Stelle. Das heißt, bitte wieder in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit können wir uns dem widmen, was wir hier immer machen. Zum einen natürlich der Planung für den heutigen Handelstag, zum anderen, die, die hier jeden Tag zuschauen, wissen es schon, jetzt aufs Like-Knöpfchen drücken, damit die Welt erfährt, was wir hier Geniales machen. Kostet kein was, bringt aber allen die großen Vorteile, weil je mehr das Ganze sehen, was wir hier tun, Je besser ist es für die Trading-Kultur hier bei uns in Deutschland und von wo auch in der Welt uns zugeschaut wird. Danke äh, dafür. Na klar, Wunschmärkte gibt es auch. Das heißt, wer mag, direkt rein in die Chats. Ich komme auch Rückmeldungen. Zoom funktioniert heute Morgen. Ähm, Facebook auch. Jawohl, <laughs> klasse. Das finde ich gut. Das heißt, wir können losmachen. Alle sehen alles. Zunächst der Blick auf die Nachrichtenlage ganz oben steht us präsident biden spricht wann auch immer das sein wird kann auch sein dass das was hier steht schon durch ist ich bin mir da nicht ganz sicher denn es ist schon einiges verkündet worden wichtiger fakt ist das hilfspaket oder nein es ist kein hilfspaket es ist ein explizites Konjunkturpaket äh, in Höhe von 2 Billionen US-Dollar. Die Nullen muss man sich mal vorstellen. <laughs> der Wahnsinn. Auf alle Fälle angelegt über die kommenden acht Jahre. Biden scheint wirklich auch davon auszugehen, dass er bzw. seine, ähm, sag ich mal, äh, Mitstreiter äh, die nächsten acht Jahre auch an der Macht bleiben. Das ist ein guter Plan, möglicherweise für die US-Wirtschaft, denn es wird viel Geld in die Infrastruktur gesteckt. Und wir wissen ja aus den Medien immer wieder in den USA, das Thema Infrastruktur ist nicht das Beste. Hier bei uns in Deutschland gibt es da auch viel, was klemmt, aber äh, bei den Amis schaut das Ganze anders aus. Extrem marode Straßennetze, äh, die Elektrizität ist grauenvoll. Thema Internetversorgung. Gut, ähm, da haben wir auch Baustellen in Deutschland, aber da sieht man, es ist eine Menge, Menge da, äh, was sozusagen mehr oder weniger mal auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Und dort in solchen Situationen tritt der Staat sehr, sehr häufig als Nachfrager, also als, als Auftraggeber entsprechend auf. Er hat das Geld, das Ganze zu leisten und solche Infrastrukturprojekte helfen in der Regel. Immer auch der Gesamtwirtschaft, denn äh, von einer besseren Infrastruktur hat die gesamte äh, Wirtschaftsversorgung etwas, von der gesamten Wirtschaftsversorgung profitiert dann wieder der Arbeitsmarkt, das ist ja der nächste Schritt mit dieser besseren Infrastruktur. Beziehungsweise auch diesen ganzen Ausbaumaßnahmen ist es ja so, dass auch die Arbeitwelt äh, davon profitiert. Denn es gibt mehr Arbeitsplätze, sicherere Arbeitsplätze, es wird Gehalt bezahlt. Das alles ist sehr, sehr positiv, auch für eine Volkswirtschaft. Und nicht zuletzt profitiert auch die gesamte Welt davon. Denn beispielsweise das Thema Erneuerung von Straßen und Ähnlichem, was braucht man damit? Unter anderem auch Zement. Und da gibt es Unternehmen auch aus Deutschland, Heidelberg Zement beispielsweise, die sind in den USA exponiert, auch aufgestellt. Die könnten da durchaus äh, positiv, äh, sage ich mal, ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und das hilft natürlich dann auch weiter. Das sind sehr, sehr wichtige Maßnahmen, die hier genannt worden sind. Das ist das Plus auf dieser Seite. Da gibt es dann allerdings auch noch ein dickes, fettes Minus. Ja? Und da haben äh, die Republikaner schon mal ordentlich Widerstand auch angekündigt, denn beiden plant das Ganze aus Steuermitteln zu finanzieren. Und da muss man einfach mal schauen, wie das Ganze dann ähm, durchgehen wird, weil ein zu hohes Steuer oder ein zu hohe steuerliche Belastung ist natürlich wiederum schlecht für die Wirtschaft. Also man muss dort einen Mittelweg finden. Ich denke mal, da wird auch irgendwo ein Konsens gefunden werden. Nur das ist der Plan, weil das viele Geld muss ja irgendwo auch herkommen und da muss man dann auch schauen, wenn die Steuern zu hoch wird, dann wandern wieder Unternehmen ab wegen der steuerlichen Situation und, und, und. Also einfach ist das nicht, aber der Plan steht. Es ist positiv zu sehen, was hier kommt und das stützt natürlich dann auch entsprechend die Wirtschaftserholung in der, ja, nach Covid-19. Phase, aber es stützt natürlich auch diejenigen, die sagen, wir werden eine massiv anziehende Zinsseite sehen. Und das ist ja momentan ein Thema, da kommen wir nicht drum rum. Ich denke mal, das wird uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen, das Thema mit den Zinsen. Und das wird möglicherweise auch Spuren an den Aktienmärkten, das heißt bei den Indizes, entsprechend ähm, hinterlassen. Und das muss man immer so ein bisschen mit auf der Uhr haben. Das ist alles Zukunft, die Börse spielt die Zukunft und deswegen müssen wir diese Dinge heute auch schon mit im Kopf haben. Machen wir weiter mit der Tagesplanung, genug über beiden gequatscht. Ähm, wir haben aus China den HSBC Einkaufsmanager Index für das verarbeitende Gewerbe bekommen. Weiterhin über 50 Punkten, aber eine rote Zahl, weil leichter Rückgang zum Fonds. Monat und auch unter den Analystenschätzungen die Einzelhandelsumsätze äh, in Deutschland, die sind zurückgegangen im Februar. Dreimal darf man raten, warum. Brauche ich jetzt nichts sagen? Aber ähm, was heißt zurückgegangen? Sie sind schlechter als die Erwartungen gewesen. So rum. Wir hatten im äh, Vormonat, also im Bericht davor minus 4,5. Jetzt haben wir äh, plus 1,2. Es ist aber bei den Erwartungen ein größerer Schub gewesen. Deswegen ist die Zahl hier an dieser Stelle rot. Also pff, es ist äh, bei weitem natürlich noch nicht auf dem Stand, äh, wo es mal hin soll. Aber alles, was hilft dem Einzelhandel, ähm, ist immer positiv zu sehen. Und da haben wir ja jetzt auch schon ein paar Lockerungsmaßnahmen, wo der Einzelhandel wieder etwas mehr machen kann. Ich denke mal, die Zahlen für den März werden auch schon wieder ein bisschen besser aussehen. Noch weit, weit weg von dem, wo wir mal gewesen sind. Das wissen wir alle selber. Die Läden sind ja zum Großteil äh, zu, beziehungsweise nur mit sehr, sehr starken Restriktionen ähm, benutzbar sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, es wird halt besser. Das ist das, was auch die Unternehmenslenker Stück für Stück auch sagen. Und hier Fingers crossed an dieser Stelle oder Daumen drücken, dass das Ganze irgendwo so weit fortschreitet, dass da die meisten, wenn nicht alle, irgendwo mit einem blauen Auge davor kommt. Das hoffe ich wirklich und wünsche ich an dieser Stelle jedem 9 auf 55. <laughs> Wer solche Zahlen sich aussucht. Und 10 Uhr gibt es äh, hier bei uns in Deutschland Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Das Ganze dann um 10 Uhr in der EU. Dann ganz wichtiger ähm, ähm, Termin für alle mit dem Fokus auf Öl. OPEC ist ja wichtig, die OPEC steuert ja. Den Ölmarkt äh, nicht ganz uneinflussreich. Äh, das heißt, wir kriegen heute um 12 Uhr die Pressekonferenz der OPEC. Da hört man ganz genau hin. Thema Fördermengenbegrenzung ist ja ein, ein wichtiger Fakt. Ähm, das dürfte dort definitiv auch zur Sprache kommen. Da müssen wir hinschauen. Wir schauen nachher gleich auch mal noch auf den Chart vom WTI. Ansonsten am Nachmittag Arbeitslosenzahlen bzw. Arbeitsdaten. Hier die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier geht man davon aus, dass es ähm, etwas weniger als in, äh, im, im, in der vorigen Meldung gibt. Man geht von 680.000 aus. Wir kriegen viertel vor vier den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe äh, und dann um vier, also 16 Uhr, den ISM-Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Äh, hier äh, das Ganze für die Beschäftigung und das Gewerbe an sich. Um 16 Uhr, wie schon gesagt, aus den USA. Damit wären die wichtigsten Nachrichten äh, gleich auch schon mal durch und wir können jetzt in die Charts reingehen. Und hier, wer zuschaut und das vorhin nicht gehört hat, erstens gleich mal noch aufs Like-Klöpfchen drücken, zweitens Wunschmärkte, bitte rein in die Chats. Da ist heute nämlich relative Ruhe, bisschen ungewöhnlich, aber ja, ich meine, vielleicht ist auch vor und der ein oder andere ähm, ist da etwas, äh, sage ich mal, weniger unterwegs an der Börse. Aber die Chancen, die wir haben, sind nicht so schlecht, weil oft ist es so, dass gerade vor solchen Feiertagen, dass das Fahrwasser, was einmal da ist, auch eine gewisse Zeit bestehen bleibt, ne? das sogenannte Sentiment ähm, spricht man da auch immer an und das ist halt in diesem Blick Winkel, ähm, wenn jetzt nicht gerade große Risiken auf den Märkten vorherrschen, ähm, auf, den, auf den entsprechenden Assets, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass es da so, ein, so einen Schub gibt. Und deswegen auch jetzt hinschauen, ja, genau hinschauen und die richtigen Dinge machen. Und das machen wir jetzt mit dem Blick in die Charts. Ich ziehe es gleich mal auf hier, mache das Bild entsprechend auch groß, dass alle alles sehr gut sehen können. Ja, und da machen wir hier mal den Blick zunächst in das Währungspaar australischer Dollar, US-Dollar hier. Zunächst der Blick in den Tageschart. Ähm, was ich allerdings möchte, ist jetzt nicht der Blick in den Tageschart, sondern ich möchte erst einmal den Blick ins größere Bild nehmen, denn Moment, hier an dieser Stelle. Ähm, interessant ist der Blick hier in die Woche. Ne? Und wenn wir uns die Woche mal kurz anschauen wollen, dann sehen wir äh, den sehr, sehr, sehr starken Aufwärtstrend, den wir hier gehabt haben. Wir standen hier unten im Tief. Das war im März vergangenen Jahres. Von dort unten aus, das waren Kurse unter 55, ist der Markt wie eine Rakete nach oben gepfiffen. Da gab es nicht wirklich viel, was aufhalten konnte. Ne? Wenn man das mal schaut hier. Dass der Trend, das ist irre. Jetzt sind wir allerdings zum Stehen gekommen und der Punkt, wo wir zum Stehen gekommen sind, ähm, ja, der ist halt sozusagen nicht von schlechten Eltern, denn jetzt bitte den Seidel hier auch nicht verrückt erklären, aber ich habe ja schon oft gesagt, ähm, die Währungen an sich. Die, die, die schwanken in der regel zwischen großen großen ähm, sag ich mal banden hin und her ähm, und ähm, gerade bei den institutionellen äh, ist es so dass die auch jetzt nicht ähm, auf der, an einer bestimmten pip ähm, äh, mit gegenmaßnahmen äh, reagieren sondern es gibt da so Bereiche und die sind halt manchmal auch gerade für den kurzfristig avisierten Händler ziemlich breit. Wenn wir uns mal diesen Schwankungsbereich hier oben anschauen, wo diese Kerzen hier drüben auch reingehen, mit den ganzen Lunden, da sieht man halt hier oben, das ist der Bereich von, was haben wir hier unten, die 0,78,50 bis hier oben die 0,81,40 in etwa oben rein. Das ist schon ein ganzes Stückchen am Weg hier. Ja. Und da kann der kurzfristige Trader auch in dieser Spanne ordentlich Performance machen. Aber... Das große Richtungsbild wird nicht im 5-Minuten-Chart und auch nicht im Stundenchart geschoben. Denn das große Geld, was tatsächlich hier Auswirkungen auf die Kursentwicklungen hat, ist ganz einfach in einem ganz, ganz anderen Kontext unterwegs. Und häufig, häufig wird dieses Geld nicht mal mehr aus, sag ich mal, Gründen von oder in der Regel aus klassischen Performancegründen hin und her geschoben, sondern da gibt es ganz, ganz andere Grundlagen. Die haben wirtschaftliche Relationen. Und deswegen ähm, hat man immer so diese Wellen, die auch in irgendeiner Art und Weise an die Wirtschaft gekoppelt sind. Und wenn wir uns jetzt hier mal den Monatschart vom Australdollar anschauen, ähm, dann sehen wir halt schon im ganz, ganz, ganz großen Bild, ich mache es mal noch ein bisschen kleiner, dass wir hier schon äh, in einer sehr, sehr soliden, großen Abwärtswelle sind. Wo der Markt halt sehr, sehr stark von oben nach unten drückt, aber halt deutlich korrigiert hat. Ja, also, wenn ich jetzt mal die gesamten Zeiträume weglassen würde, ähm, dann würde man völlig. Unabhängig vom Bild, von den Zeiteinheiten, das Bild mal nehmen und sagen, ja, ist ein Abwärtstrend, der ist in seine tiefe Korrektur gelaufen, der macht hier oben die Umkehrsignale, alles fein, können wir Short gehen. Das ist eine klassische Charttechnik, ja. Und das ist das, was wir zum Traden nutzen. Und übrigens auch hier, schaut euch mal an, das ist hier unten, dieser, 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 dieser Schwungbereich, den wir hier an dieser Stelle haben, schaut mal hier, das hier unten. Das ist wieder mal so ein ganz, ganz typisches, klassisches Beispiel, dass die Unterseite, da ist der Markt hier drunter geschnepst und dann nach oben gelaufen. Das sind so ganz, ganz klassische Marken, die wir hier haben, was an dieser Stelle immer wieder passiert. Das heißt, wir sehen jetzt hier, mal rein klassisch von diesem Bild angeschaut, einen trendigen Markt und der Trend kommt von oben nach unten. Ja, wir lassen die Zeit jetzt einfach mal kurz außen vor. Und wir haben halt hier die Korrektur, die Bewegung, die Korrektur. Jetzt dreht die Korrektur hier oben um. Heißt also, wir haben die Chancen hier, die Unterseite wieder zu beleuchten. So, genug mit Kritzeleien. Wir gehen jetzt mal in die Analyse rein. Das heißt, zurück zur Woche. Woche heißt an dieser Stelle, wir schauen uns mal an, was hier hinten dran mittlerweile passiert. Und da sehen wir, dass wir hier eine Art Schulter-Kopf-Schulter-Formation haben. Hier Schulter, Kopf, Schulter. Von der groben Art her. Hier die Nackenlinie, die haben wir liegen. Ich mache mal die Linie weg, um grob das, den Bereich 0,75,60. Das ist die Nackenlinie. Wird die nach unten zerbrochen, dann haben wir mit Blick auf die Woche hier das Ausbruchslevel um die 0,74,10, beziehungsweise dann deutlich tiefer. Natürlich hier unten dieser Bereich. Den habe ich jetzt allerdings in die Analyse nicht mit reingenommen. Das ist schon ein ganzes Stück weit weg. Aber. Da sehen wir halt hier unten dieses Auffanglevel um die äh, 0,70. Das ist schon ein Bereich, der ist markant und bis dahin gibt es nicht wirklich viel. Ne? Mit ein bisschen Goodwill kann man sagen, okay, hier dieses Umschwunglevel, was wir hier an dieser Stelle haben, durchaus ein Anlaufbereich, also hier als der Markt aus der korrektiven Phase nach oben gelaufen ist. Die Marke um die, äh, um die 0,72, ich sag mal grob 40 hier oben rum geschwungen. Das wäre mal ein grobes Level zur Unterseite. Also, wir sehen, wir haben schon ein paar schöne Anlaufpunkte, die wir auf der Unterseite abfrühstücken können, wenn wir hier tatsächlich den Trigger über diese Schulterkopf-Schulterformation zur Unterseite reinbringen. Und was an dieser Stelle auch interessant ist, wenn wir mal schauen, hier oben das Thema, was wir da haben, das ist jetzt sozusagen die Tiefe der Gesamtformation. Und wenn wir die einfach mal unten dran setzen, was man ja sehr gerne tut, auch in der charttechnischen Analyse. Dann sieht man halt, wo man hinläuft. Also allein das Potenzial von der Nackenlinie unten bis zum Hoch vom Kopf bringt uns mal locker hier in dem Bereich unter die Marke äh, von 071. Und das ist doch ein schönes Potenzial, was wir hier zum Schweden nutzen können. Und mit diesem Blick schwanken wir jetzt mal rüber in den Tageschart. Da werden wir nämlich sehen, äh, dass die Linien, die ich hier noch eingezeichnet habe, durchaus relevante Kursmarker sind. Also wir sehen es hier an dieser Stelle. Die Schulterkopf-Schulterformation ist da. Was sehen wir an dieser Stelle noch? Wir sehen mittlerweile hier definitiv einen abwärtstrendenden Markt. Das heißt, wir haben hier definitiv einen Abwärtstrend auf Tagesbasis. Der läuft schön nach unten, setzt sich jetzt hier unten auch fort. Jetzt ist halt nur eine Frage da: Läuft der Markt tatsächlich direkt unten drunter oder schnappt er hier erst nochmal zurück? Ja, es wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn es nochmal einen Rückschnapper gibt. Das wäre dann etwas, sage ich mal, äh, ungünstiger für eine direkte Ausgabe. Auslösung der SKS. Nur gerade im kurzfristigen Trading muss man sowas immer auf der Uhr haben. Das heißt, wenn es hier zum Rückschnapper kommt, ähm, und wir haben ja gesehen, der Markt ist relativ schwach geblieben. Ne? Wir sind hier gerade mal aus dem letzten Schub oben reingelaufen in das letzte Verkaufslevel äh, über die Marke von 0,7630. Da war aber nichts nachhaltig. Da ist der Markt gleich wieder rumgedreht. Sollte es zu einem Rückschnapper über die 0,67, äh, entschuldigen 0,7664 über das Hoch hier kommen, dann äh, wäre mal das nächste Anlauflevel aus dieser Trendtechnischen Sicht hier, äh, dieser Umkehrbereich grob um die Marke von, äh, von 0,77. Das sind mal die Marker, die wir auf der Oberseite auf der Uhr haben sollten. Fallen wir allerdings drunter mit Blick auf den Tag, wo können wir uns da reinsetzen? Na klar, wir betrachten da mal diesen Aufwärtsschub hier und schauen, an welchen Stellen noch Orders liegen könnten. Und die Stellen, an denen hier entsprechend Orders liegen, die sind schnell gefunden. Das sind die kleinen Zwischentiefs. Dann sehen wir einmal hier, da ging es in die Korrektur und dann deutlich nach oben. Dann haben wir hier natürlich diesen Auffangbereich hier um die äh, 0741. Also hier der erste Anlaufpunkt unten dran wäre die 07462. Dann der größere Auffangbereich hier bei 07410 und dann hier unten. Dieser Umschwungbereich um das Level von äh, circa 072, naja, 37, so in etwa rum. Und dann haben wir schon das Zwischentief hier unten um die Marke von 070. so also das sind tatsächlich alles schöne Anlaufpunkte zur Unterseite rein, die mittelfristig potenziell auch da sind. Aber wir können uns das Ganze gerne natürlich noch mal im Kurzfristbereich anschauen. Ich gehe mal ganz kurz in die Stunde, sonst gehen wir ja immer in den Vier-Stunden-Bereich rein. Aber ähm, wir sehen jetzt hier, wir brauchen jetzt mal ein bisschen was kleineres. Wir sehen jetzt. Jetzt hier nämlich den Stundentrendverlauf. Ne? Und der Stundentrend läuft schön hier runter. Hier die Korrektur, hier der Bewegungsarm. Und der Bewegungsarm ist auch wieder trendig. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, das Thema Planung von Rücksetzern, da können wir uns schön hier drauf verlassen. Also selbst wenn ein Rücksetzer kommen sollte, ja, dann ist es nicht so, dass da jetzt einfach irgendwo wahrscheinlich bis da hochläuft, sondern wenn dieser Trend intakt bleibt, wäre das ein Zeichen für eine starke Abwärtswelle. Und das heißt hier an dieser Stelle unten rein hier. Dieses Level, das ist das Trend-Entstehungslevel von diesem Abwärtstrend hier. Das ist die Marke um die knapp 0,75,85. Da runter, dann haben wir hier die Korrektur. Sollte die hier direkt schon abprallen, das wäre ein ziemlich starkes Zeichen, dass der Markt schwach bleibt. Und dann haben wir hier unten drunter schon äh, definitiv das Thema, dass wir hier unten reinlaufen und das Thema hier zur Trendfortsetzung kommt. Also, das ist sehr, sehr spannend, was wir hier gerade jetzt an dieser Stelle. Ähm im austral US-Dollar US sehen. Sehr, sehr gut die Umkehr- Wende-Formation und das spricht schon Wende an dieser Stelle. Ich gehe gleich mal noch auf den Wunschmarkt ein und zwar das Cable wird nachgefragt. Das machen wir auch direkt gleich noch mit und dann gehen wir ähm, mal in den Ölmarkt rein. Wie schon gesagt, wer weitere Fragen hat, einfach rein hier an diese Stelle. Zunächst erstmal das Währungspaar britischer Pfund, US-Dollar. Da ist es British Pound hier äh, entsprechend auch genannt. Wir gehen mal zunächst in den äh, Tageschart rein. Äh, da sehen wir nämlich, dass der Markt momentan kaum vom Fleck kommt. Ne? Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier an dieser Stelle, ich räume den Chart mal kurz ein kleines bisschen auf. Wir hatten ja besprochen, äh, die Short-Situation, der Ausbruch aus diesem Korrekturkanal hier im laufenden Abwärtstrend zur Unterseite hin, äh, das ist schon eine Hausnummer an sich gewesen. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Level und auch die Message ist ganz klar, dass der Markt doch lieber nach unten möchte. Aber ähm, wir haben jetzt hier wieder so eine, sage ich mal, ganz, ganz klassische Unsicherheitssituation. Äh, das heißt, äh, wir sind verortet in einem validen Abwärtstrend. Den sehen wir hier auch schön im, 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 im äh, kleineren Bereich laufen. Also hier, das ist der Abwärtstrend, der hier schön läuft. Da oben um die Marke von 1,4010 ähm, ist der Deckel drauf. Hier, das ist das Widerstandslevel. Da hat es den Markt definitiv ähm, nach unten gedrückt. Im großen Bild, wenn wir uns mal kurz die Woche anschauen, da sehen wir natürlich, haben wir hier die Korrektur zum Aufwärtstrend, aber da kann es halt schon noch deutlich zur Ausdehnung nach unten hinkommen. Heißt also der Blick in den Tag dieses hin und her Wie löst sich auf? Und da gibt es jetzt an dieser Stelle ähm, zwei, sage ich mal, Punkte, auf die wir hier definitiv mal schauen sollten. Ich nehme mal kurz die Markierung hier raus, die wir nicht mehr brauchen. Äh, und zwar sind die zwei Punkte folgende. Nummer 1. Das Zwischentief hier unten und Nummer zwei, das Zwischenhoch dort oben. Das sind jetzt die zwei wichtigen Marker. Das ist jetzt im großen Bereich. Ja, das ist wieder etwas, da ist jetzt Geduld gefragt. Ne? Die ungeduldigen Trader müssen in die kleineren Zeiteinheiten schauen. Wir sind jetzt halt gerade mittendrin in dieser Schwankungsphase. Ähm, diejenigen, die das Ganze auf dem Tageschart sehen, stellt euch einfach eine Frage was haben wir für einen Trend? Der Trend ist momentan abwärts gerichtet. Und diese Abwärtsrichtung, die wir hier haben, ist quasi richtungsgebend. Das heißt, der Trend hält so lange an, bis er gebrochen wird. Ja, und dieser Trend wird nun mal erst gebrochen, so blöde wie das klingt, wenn er hier oben über die 1,40 drüber läuft. Aber es kann natürlich sein, dass wir vorher schon einen neuen Aufwärtstrend bekommen. Und das wäre dann das Umkehrsignal für die Woche. Ja, das äh, ist, ist, steht auf dem anderen Blatt Papier. Jetzt, den Fokus auf die aktuelle Situation zu setzen, ist wichtig. Und mit Blick in den Tag haben wir das Hoch und das Tief. Und jetzt haben wir ja an dieser Stelle ähm, ganz, ganz klassisch äh, die zwei Entscheidungsmarker. Entweder wir bekommen hier ähm, die Situation, dass wir nach diesem Hochlauf hier eine, sag ich mal, Umkehrformation bekommen, die für die Woche da ist. Das heißt, dass wir sagen, einen Aufwärtsschub bis hoch. Grob um die 1,38,47, dann hier ein höheres Tief und dann den Schub nach oben. Das wäre ganz klassisch das Umkehrsignal für die Woche, dass der Markt den großen Schub der Woche wieder aufnimmt. Das Nummer eins. Nummer zwei, was wir auch sehen können, ohne weiteres, und deswegen ist das Schöne, man muss nur hinschauen und abwarten, was für viele ein Problem ist mit dem Warten, aber nichtsdestotrotz, schaut mal, wir laufen hier hoch. Nicht hier oben drüber und machen das. Dann dreht der Markt rum, macht im Kleinen einen Abwärtstrend und das hat dann natürlich das Potenzial, weiter zur Unterseite zu laufen, den Abwärtstrend auf der Tagesbasis vorzuschieben. Hier die Korrektur, der Weg nach unten, ne? das ist ganz klar. Das haben wir dann da. Und dann die tieferen Level anzulaufen. Also das sind mal so die Drehpunkte, die wir hier momentan auf der Tagesbasis haben. Und jetzt gehen wir hier nochmal ganz kurz in den Stundenchart rein. Äh, und da sehen wir nämlich dieses, dieses Hin- und Her-Gespringe. Ähm, Dass hier nichts einfach, einfach mal so zu sehen ist. Das sehen wir hier auf diesen massiven Trendwechsel. Ne? Aufwärts, abwärts, wieder aufwärts, schon wieder abwärts. Das ist Hin- und Hergespringe. Wir sind jetzt hier momentan rein von der Verortung her, halt irgendwo in einem medianen Bereich zwischen diesen äh, Schwungbereichen. Ähm, das heißt, an dieser Stelle, ich sage immer, von unten nach oben, von oben nach unten. Das sind gute Möglichkeiten, in Ranges zu traden. Mittendrin ist immer tricky, weil der Markt einfach noch keine klare Richtung zeigt. Und das sieht man hier auch immer wieder. Das ist ganz, ganz typisches Verhalten äh, und die Entscheidungsmarker sind halt wichtig. Wir müssen es halt sehen und wir sehen halt hier ganz klassisch das, was ich gerade auch im Tageschart eingezeichnet habe, ähm, diese Entscheidungsmarken, ne? geht es nur hoch oder geht es nur runter, das ist das, das Schwierige. Das heißt, schaut, wir haben halt nur eine initiale Bewegung, eine Gegenbewegung und was aus dem jetzt wird, das weiß kein Mensch. Ne? Also entweder es geht hier oben drüber oder es geht dort unten drunter, das muss erst noch entschieden werden und selbst wenn der Markt äh, sozusagen hier in der unteren Seite äh, jetzt plötzlich hier eine Aufwärtsbewegung macht, dann hier die Gegenbewegung läuft und dann wieder hochstrebt, haben wir immer noch keine Entscheidung, ob wir tatsächlich oben drüber oder unten drunter wollen. Da müssen wir einfach abwarten und das ist das bisschen, sag ich mal, dieses tricky-Geschehen. Und wenn mich jemand fragt, wie ich so eine Range betrachte, eine Range ist in meinen Augen eine ganz klassische Korrekturformation innerhalb eines Trends. Und da halte ich mich lieber an die Trendrichtung und die ist momentan abwärts gerichtet. Das heißt, ich favorisiere dort eher. Die Richtung zur Unterseite hin. Aber man muss halt sagen, Ranges können auch ein Richtungswechsel sein. Und deswegen müssen wir einfach nur die Ober- und die Unterseite anschauen, ähm, was da entsprechend los ist. Und dann geht das los. Das ist der Blick in Britisch Fund. Ich hoffe, ähm, das hat gepasst. Wenn nicht, einfach nochmal nachfragen. Da kann ich gerne später nochmal drauf eingehen. Und damit gehen wir jetzt mal zum Ölmarkt. Und dem Ölmarkt, ja, ähm, was soll ich sagen? Viel gibt es da nicht zu sagen. Das Gerangel äh, um die Richtung geht weiter. Hier, wir haben es gesehen, der große Kurssturz war da äh, und jetzt geht es einfach seit Tagen nicht richtig hoch, äh, nicht richtig runter. Moment, auch hier, ich räume mal den Chart kurz ein kleines bisschen auf. Also das heißt, wir sehen hier an dieser Stelle hier oben, sehen wir mal um die 62, ähm, da wird die Luft einfach zu dünn. Ne? Das ist korrekt, das sehen wir sehr, sehr stark. Was wir aber auch sehen, der Markt entscheidet sich hier nicht für eine richtige Richtung. Ne? Es geht hoch, es geht runter, es ist schwierig. Zu sehen und hier gilt etwas ähnliches wie das, was ich gerade äh, im, 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 im Cable auch gesagt habe. Der Markt muss sich irgendwie für eine Richtung entscheiden. Und wenn wir uns das ganze Bild hier mal anschauen wollen, ich mache mal kurz rein. Hier schaut mal, hier ist der Abwärtstrend auf der Trendbasis sozusagen ähm, hier an dieser Stelle. Da sind wir jetzt mal ganz kurz drüber gelupft über dieses Hoch hier, über die 62. Jetzt geht es schon wieder runter. Also auch hier, wir haben den Schwankungsbereich oben zwischen 62 und unten zwischen knapp 57, ein bisschen über die 57, um die 57, 40 rum. Ähm, das ist der Schwungbereich momentan. Und da ist momentan dieses hin und hergelaufe da eine erholende Weltwirtschaft sollte kurzfristig zumindest eher äh, den Ölverbrauch nach oben schnellen lassen sehen wir momentan aber noch nicht so ähm, das heißt es ist weiterhin das hin und her das Thema mit dem Suezkanal ähm, hat kurzzeitig die Kurse nach oben gebracht als der wieder frei war ging es eher nach unten wir sind gespannt was die OPEC macht im Öl wie schon gesagt momentan wir stehen auch hier mitten in der Range und diejenigen die es traden wollen im kleineren Bereich, das sage ich an dieser Stelle, schauen wir mal hin und wenn man den kleinen Bereich hier nehmen möchte, da sehen wir es hier an dieser Stelle, schaut mal, das ist momentan der Trendverlauf hier runter, hoch, runter. Jetzt geht es hoch, das heißt, hier sind wir momentan in der Gegenbewegung. Wir laufen hier mittlerweile in den Widerstandsbereich rein um die Marke von 60 bis 60,20 Dollar. Prallen wir hier irgendwo ab, drehen wir rum, hätten wir schön das ganze Thema, der letzte Lauf hier zur Oberseite hin, die Korrektur, wenn der Markt hier tatsächlich rumdreht und diesen Aufwärtstrend beendet, haben wir das Umkehrsignal zur Unterseite hin und das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Das heißt, hier mal grob auch noch eingezeichnet, wir haben auch hier im Ölmarkt im kleinen Bereich hier. Das ist der trendige Verlauf, den wir hier haben. Und hier sehen wir auch hier im kürzeren Bereich, das ist der Abwärtstrend. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist der korrektive Aufwärtstrend. Und wenn wir dann irgendwann sowas hier sehen, dann wissen wir, jetzt wird es Zeit, zur Unterseite reinzugehen und das Ganze zur Unterseite entsprechend auch zu traden. Hier innerhalb der Range. Und das ist das Bild. Was wir hier an dieser Stelle auch haben. Also der Ölmarkt relativ angespannt an dieser Seite, mehrfach top oben. Unten natürlich der Auffangbereich, äh, der hat auch gewirkt. Das heißt auch hier von unten nach oben, von oben nach unten wäre nice to see vom Trading her. Also teuer verkaufen, unten billig kaufen. Das ist das, was ich an dieser Stelle gerne mit auf den Weg geben möchte. So, dann haben wir noch ein paar weitere Wunschmärkte. Ähm, im äh, bereich der währungen und zwar wird hier noch gefragt der <coughs> australdollar kanadischer dollar das heißt ähm, hier werde ich gefragt wo mehr potenzial ist also australdollar kann ähm, dollar oder Australdollar, US-Dollar. Also passt auf, folgendermaßen. Ähm, das Thema mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem US-Dollar ist momentan, dass der US-Dollar aktuell sehr, sehr stark ist. Das heißt, ähm, der US-Dollar läuft stark nach oben, weil man den Eindruck hat, dass die Wirtschaft äh, entsprechend sich deutlich besser erholt in den USA. Ähm, und das äh, ist auch das große Ziel, was Biden auch ausgerufen hat, China äh, so richtig kräftig die Schulter zu zeigen. Ähm, und das äh, bringt natürlich äh, Druck auf die Wirtschaft auf die Entwicklung und da läuft auch einiges, da läuft viel Geld rein und da hat man jetzt zwei Komponenten, die pro US-Dollar sind. Erstens, die Wirtschaft in den USA erholt sich deutlich besser, das heißt an dieser Stelle ähm, sollten auch Unternehmen davon besser profitieren, da fließt natürlich Kapital hin. Die andere Seite ist die Zinsgeschichte, ähm, Investoren, die im Zinsbereich unterwegs sind, suchen natürlich auch immer nach guten Alternativen und da steigen die langfristigen Zinsen auch an. Ich kann mal kurz schauen auf dem Desk, wo wir gerade bei, äh, bei den zehn Jahren was Zinsen sind ein kleiner Augenblick. Wir sind da gerade bei den Rates und zwar stehen wir bei 1,72 bei den 10-jährigen an Zinsen. Ja, nicht Rendite, sondern Zinsen. Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, da, da geht auch Geld hin und das stützt alles den Dollar und das ist halt der Punkt ähm, US-Dollar ist halt der starke, die starke Währung und die drückt natürlich rundrum rauf, das heißt man kann das Währungspaar äh, US-Dollar nicht mit dem Can-Dollar äh, entsprechend vergleichen, wenn wir uns den Can-Dollar momentan mal anschauen, Moment, da muss ich mal kurz auf die Futures schauen, äh, wie wir es da momentan haben, denn der Can-Dollar, der drückt ein bisschen runter, also wenn wir uns den Chart mal kurz zum Can-Dollar anschauen wollen hier an dieser Stelle, Moment, ich mache mal kurz auf und ziehe hier auf dem Desk runter das haben wir hier, Bild mache ich groß, keine Sorge, hier, also das suche ich mal kurz rein äh, und dann mache ich das Bild wieder so, dass es alle groß sehen können hier an dieser Stelle. Das ist jetzt äh, mal der, der, der Tageschart äh, von der Währung kanadischer Dollar. Und da sehen wir hier, dass wir unten momentan in die Korrektur reingelaufen sind. Wir haben hier in der Verortung, wo er ist, ein starkes Unterstützungsband um die 0,79. Äh, was haben wir hier unten? 79,10 bis 79,60 ist ein Unterstützungsband. Wenn das fällt, äh, ist doch die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Kan-Dollar runtergeht. Und die äh, kanadische Währung ist nun mal eine. Eine, eine petro währung und wenn der Ölpreis nachhaltig unter Druck kommt, bin ich mir relativ sicher, dass man das auch im Kand-Dollar sehen wird, dass der Kan-Dollar rumdreht. Und wenn wir uns mal den langfristigen Chart vom Kand-Dollar anschauen, dann sehen wir auch, der ist hier oben in, in dem Bereich um die 80. Kann Dollar ist er ja in einen sehr, sehr wichtigen Widerstandsbereich reingelaufen und hat dort ein Abverkaufssignal gegeben und das Ganze hat jetzt auch Bestätigung gefunden, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass man mal unten reinläuft bis in den Bereich um die 78 und das bringt natürlich Druck runter. Das heißt, der Kann Dollar ähm, schwächelt und wenn wir uns jetzt mal noch den Australdollar anschauen, ähm, der schwächelt ebenfalls. Der hat hier auf der Wochenbasis sogar schon den Abwärtstrend gebrochen. Das sehen wir auf Tagesbasis auch sehr, sehr schön hier hier lief der Aufwärtstrend hoch, hier war das Zwischentief, da sind wir jetzt trendig schon runtergelaufen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei schwache Währungen. Wir haben den Kanadaler als schwache Währung und also als schwächelnde Währung und wir haben den Australdollar als schwächelnde Währung und wenn man sich das ganze Bild mal anschaut äh, und man mich fragt, wo ich mehr Potenzial sehe äh, für die Ausdehnung der ganzen Phase, dann würde ich jetzt mal ganz klar sagen, es ist immer von Vorteil, wenn man eine schwache und eine starke Währung miteinander kombiniert, als wenn man zwei schwache Währungen miteinander kombiniert. Schwache Währungen funktionieren im Trading auch gut, äh, beziehungsweise starke Währungen miteinander zu kombinieren. Ne? Vor gut einem Jahr hat ja mir mal jemand gesagt: "Seidel, wie kannst du nur äh, Schweizer Franken und Yen zusammen traden? Das ist doch Quatsch! Das macht man doch überhaupt nicht." Das ist mir aber völlig egal gewesen. Wo wir Bewegung sehen, traden wir die Bewegung und deswegen kann da auch einiges rauskommen. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir doch mal kurz auf, dem, auf den Chart vom Australdollar, kanadischen Dollar. Den haben wir nämlich hier. Ne? Da sehen wir es da. Der Tageschart. Wir sehen, der ist gehämmert. Short, unglaublich short. Und wo wir gerade stehen, ist halt ein wichtiger Supportbereich an dieser Stelle auch. Das heißt, hier unten, wo wir jetzt gerade reinlaufen in diese Tiefs hier, ich ziehe das Band mal auch kurz hier ein bisschen größer, das ist ein ganz, ganz wichtiges Level. Das ist ein Drehlevel. Hier war es Widerstand, dann sind wir drüber gegangen. Hier haben wir getestet, sind ordentlich rausgelaufen. Jetzt testen wir wieder. Das ist halt der große Kontext, wo geht es hier hin? Die Bewegung steht gut da, hat noch weiteres Potenzial zur Unterseite rein. Also das heißt, wenn man mal oben ausmisst, äh, das was man hier von oben äh, bis zum Tief äh, der, der Bewegung gehabt hat beziehungsweise des Trends. Ich mache das mal kurz ein bisschen größer hier. Wenn wir uns also diesen Kontext hier mal aussuchen und das unten draufsetzen hier, dann haben wir alleine mit dieser Bewegung schon noch ein Stück weit Luft unten rein hier, bis in diesen Schwungbereich, der hier gekommen ist. Also das, was wir hier drüben sehen, durchaus interessant um die Marke von, äh, von 0,94. Das Potenzial auch da. Also hier sieht es eher auch sehr, sehr schwach aus. Ähm, aber wenn mich jetzt gefragt werde, ob ich lieber den US-Dollar äh, gegen den äh, Austral-Dollar, also Austral-Dollar-US-Dollar traden möchte, oder äh, das Währungspaar ähm, äh, Austral-Dollar, dollar dann würde ich eher sagen, das größere Potenzial äh, haben wir definitiv im, im, in der US-amerikanischen Variante liegen. Aber hier haben wir einen schönen Trend äh, und der Trend ist auch valide und der ist auch stark. Das heißt von der Seite her, ich möchte mich jetzt gar nicht entscheiden, also die sehen beide gut aus, äh, von der Lage her, von der klassischen Signallage, gefällt mir momentan ähm, ähm, der, das, das US-Dollar-Pendant besser, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier einen schönen Trend, der ist da, der steht in seiner Bewegung, wenn hier aus der Korrektur der Markt weiter wieder nach unten läuft, warum soll man das nicht traden? Also, das schaut beides gut aus, ist ein bisschen Geschmackssache, aber äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, aus der sofortigen Sicht, ne, dann würde ich eher ähm, das Währungspaar Austral Dollar US Dollar wählen, aber wenn man mal sieht, wo die hier stehen, wir haben bei beiden den Stundenchart, die stehen beide in der Bewegung, haben beide Korrekturpotenzial, also pff, pff, ja ähm, tricky. Also ähm, am besten bei sowas beide äh, beide 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 Köder auswerfen und schauen, äh, wo zuerst angebissen wird. Also das Ganze passt hier ähm, die Frage. Äh, ach so, hier bekommen wir noch die Frage nach dem klassischen Potenzial der Währungen ja einfach mal die großen Charts aufmachen ne? wenn wir uns das mal anschauen wollen wenn der Australdollar hier im ganz ganz großen Bild tatsächlich ähm, läuft tja Thema Potenzial schaut mal hier im großen Bild den Schwung den wir hier haben hier unten haben wir den nächsten größeren Unterstützungsbereich um die 0,70 das heißt äh, rein von der von der visuellen Seite her haben wir hier die Größe da von 0,75 auf 0,70 und dann schauen wir mal kurz noch auf australdollar dollar im Tag. Und da ist der nächste Auffangbereich. naja, hier sind wir jetzt bei 95. Den nächstgrößeren, also wenn man mal den Kontext auch beziehen möchte, ähm, ähnliches Bild müssten wir hier unten schauen bei ungefähr 93. So, also ich würde mal sagen eher im Australdollar-US-Dollar. Würde ich mal das größere Potenzial sehen. Auch von der klassischen charttechnischen Geschichte her äh, denke ich, ist da mehr drinnen, weil einfach äh, die ganze Umbruchsituation ähm, jetzt deutlich besser da ist. Aber wie schon gesagt, ähm, das ist sehr, sehr langfristig. Muss man schauen, in der Langfristigkeit kann viel passieren. Nur wenn man einfach mal sieht, wie viele, sage ich mal, Bewegungsschübe hier schon runtergekommen sind und dass das ganze Thema im ähm, Australdollar-US-Dollar doch noch deutlich jünger ist, äh, auch von der, von, der, von, der, von der Verortung hier, denke ich, dass das Potenzial äh, im Australdollar-US-Dollar äh, ein bisschen größer ist. Das ist jetzt mal so grob die reine Einschätzung äh, aus der Erfahrung heraus, weil hier das äh, größere Bild jetzt vor einem wichtigen Bruch. Schwelle steht, was wir im Währungspaar austral -Dollar, dollar schon hinter uns gebracht haben. Da war die Bruchstelle äh, sozusagen nämlich hier oben. Und da sind wir schon deutlich weiter gelaufen zur Unterseite hin. Und deswegen denke ich, dass das Potenzial äh, im Australdollar-US-Dollar -Dollar größer ist, weil dort stehen wir jetzt hier oben, mal vom Kontext gesprochen, ähm, und haben das Potenzial bis darunter. Und hier im Australdollar-Candollar stehen wir schon da unten. Also ich denke mal, das Potenzial im Australdollar-US-Dollar -Dollar ist dort größer. So, hätten wir das auch miteinander besprochen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz noch auf den DAX und dann äh, ja, beschließen wir die Morning Session für heute. Heute. Wir sehen, der DAX rennt weiter in der Rallye, der profitiert momentan sehr, sehr stark von der von der in Aussicht gestellten wirtschaftlichen Erholung vom schwächeren US-Dollar äh Quatsch vom schwächeren Euro ähm und von der Aussicht, dass sich sozusagen die zyklischen Werte ähm, in Zukunft äh, wahrscheinlich deutlich besser entwickeln werden als die technologielastigen Werte. Der Dax hat ja da ähm, in letzter Zeit immer das Nachsehen, weil einfach dort die Technologielastigkeit nicht ganz so hoch gewesen ist. Jetzt fließt das Geld wieder eher in die zyklischen Werte und da ist ja der Dax viel besser aufgestellt und wir sehen es hier an dieser Stelle. Ich hatte das gestern auch auch schon mal oder vorgestern gesagt, wenn wir mal die Korrektur hier unten ausmessen und klassisch mal das Potenzial ransetzen, wo wir da hinlaufen, schaut mal, da haben wir Luft nach oben hier oben rein bis in den Bereich oben ran, 15.000, knapp 200 Punkte. Und da sind wir schon schön nach oben mit drauf. Also ich freue mich, wir haben hier schön die Flagge hier, die haben wir auch besprochen für all diejenigen, die dabei gewesen sind. Also das äh, an dieser Stelle wäre sehr, sehr schön ähm, an diesen Punkten. So, ähm, ja, Mensch, die Runde ist heute so lang schon geworden. Jetzt kommen noch Fragen rein. Äh, pass auf, wir haben noch zwei Fragen bekommen. S&P 500 ähm, und Euro-US-Dollar. Ähm, ich mache das jetzt mal im Quickie-Format, also nicht extrem ausführlich, sondern einfach nur mal ganz, ganz flott, S&P 500 ist gestern auf Allzeit gelaufen, ähm, mal angelupft, sofort wieder abverkauft, wenn wir uns das Ganze mal so anschauen, ähm, wir haben ja hier die Situation, ich hatte das kurz angedeutet, hier dieses leichte Abflachen, kurz drüber gelupft, jetzt kaufen wir diesen Bereich wieder, äh, wenn man im S&P 500 mal ganz kurz äh, das, das sage ich mal, das trendige Verhalten analysieren möchte und mal schauen will, wo der Markt hinlaufen kann, äh, im kleineren Bereich, Schaut mal hier hat man hier die Zwischenkorrektur ähm, rein von der, von, der, von der Zielvariante her, von der Zielmarke her, äh, das mal zu nehmen und von oben raus mal abzumessen, wie die Tiefe hier unten drin war. Kursziel, sollten wir tatsächlich das positive Sentiment weiter mitnehmen, hier die Marke von 4.000 bis 4.010 würde ich durchaus dem Ganzen äh, zumuten. Wir sind ja gestern schon nahe der 4.000 gewesen. Also ich denke, ähm, der S&P 500 hat, wenn das Sentiment weiter positiv bleibt und die Stimmung auch über Ostern gut ist, Durchaus Chancen, über die Marke von 4000 Punkten zu laufen. Wichtig ist, was passiert am Tageshoch von gestern. Das ist halt die wichtige Marke. Da müssen wir drüber. Wenn nicht, sollten wir hier einen Abverkauf sehen. Da kommt die Schwäche dann rein. Da müssen wir einfach abwarten. Damit haben wir den Marker. Das Tageshoch von gestern ist entscheidend. Trendfortsetzung dort. Dann haben wir gutes Potenzial, deutlich über die 4000 Punkte zu fallen. Prallen wir ab, dann sollten wir eher erstmal hier auf der Tagesbasis hier wieder in diesem Bereich um. Grob das Schwunglevel. Hier um die 3970 bis 3980 hin und her schwanken. So, dann gehen wir noch kurz zum Euro-US-Dollar. Der steht ja relativ tief, bleibt weiter schwach, ist eine Seitwärtsphase dort unten drinnen. Das heißt, an dieser Stelle ähm, ist hier unten, wir sind drunter gelaufen, quasi unter diesem wichtigen Auffangbereich um die 1,1745, verharren dort auch drunter. Der Markt versucht immer mal hochzukommen, das Potenzial zur Unterseite ist definitiv da. Gehen wir mal ganz kurz in den Stundentrend hier rein. Da sehen wir es, dass die starke Abwärtsphase an dieser Stelle. Hier haben wir momentan die Chance, ein höheres Tief zu machen und oben drüber zu fliegen, hier über diesen Widerstandsbereich bei 1,1760 rum. Wenn wir das tatsächlich schaffen sollten, das heißt, wenn der Markt uns hier ein Bild zeigt, an dieser Stelle, äh, was so hier ausschaut, und zwar genau so: also hier die erste initiale Bewegung, jetzt die Korrektur, und dann hier drüber zu fliegen, wäre es halt hier Aufkauf dieses Bereiches, und dann haben wir die Chancen, halt hier in die höheren Kursbereiche reinzulaufen, wie wir sie sehen. Moment, das ist jetzt ein bisschen hässlich geworden hier. Das heißt, hier an dieser Stelle sollten wir hier über diese Marke drüber laufen, sind die kurzfristigen Anlauflevel im Sinne der Korrektur mal die, die ich hier beziffert habe: 1, 17, ähm, 74 in etwa, 1,17,90 und dann hier. Hier oben Richtung der Marke von 118, wenn wir hier tatsächlich Stärke kurzfristig reinbekommen sollten, das ist der Blick in den Euro und äh, tja, damit haben wir äh, die Session heute äh, an dieser Stelle auch da, das heißt von meiner Warte her zu sagen, gilt es wie immer, äh, wie, wie jeden Morgen sozusagen an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Diejenigen, die es noch nicht getan haben, bitte jetzt noch aufs Knöpfchen zum Liken drücken. Das heißt, die Maus nehmen, auf den Like-Button klicken oder mit dem Finger auf das entsprechende Pad oder was auch immer zum Schauen genutzt wird. Äh, klicken, das Like hilft allen, bringt uns hier voran, dass die Community weiter wächst. Ich liebe die Community. Es wird immer mehr hier auch zugeschaut. Es bringt immer mehr Leute voran. Und das ist Ziel des Ganzen. Das heißt, an dieser Stelle sage ich, wie... Jeden Morgen, wenn ich es nicht vergesse, planen Sie den Trade, traden Sie den Plan, dann läuft das. Danke fürs Zuschauen. Allen ein schönes, erholsames Osterfest. Machen Sie das Schönste daraus, was man tun kann. Das ist, wie es ist. Wir können die Situation nicht ändern. Und damit allen eine gute Osterzeit und bis nach Ostern dann. Bis dahin. Tschüss.